Aktien, DAX, Investments, Finanzmärkte, sperrige Begriffe, die bei uns Deutschen eher Angst auslösen und auch ein Zurückschrecken bewirken. Natürlich gibt es Risiken in den Finanzmärkten, aber auch große Chancen. Was ist dran an den Mythen rund um die Finanzmärkte? Mein Name ist Bettina Stark-Watzinger. Ich bin Volkswirtin, ich bin parlamentarische Geschäftsführerin, ich war Vorsitzende des Finanzausschusses und in der Finanzbranche tätig. Wir können euch keine Rechtstipps und keine Finanzanlagetipps geben. Wir wollen mit euch über die größten Mythen rund um den Finanzmarkt sprechen. Jetzt bei Debunked. Mythos Nummer 1, Wertpapieranlagen sind zu risikoreich. Das ist pauschal weder richtig noch falsch. Es gibt ganz unterschiedliche Wertpapiere. Faustregel ist, je mehr Rendite, desto mehr Risiko. Jeder von euch kennt wahrscheinlich Staatsanleihen. Staatsanleihen sind der sogenannte sichere Hafen. Dort habe ich kein hohes Risiko, aber ich bekomme kaum Zinsen bzw. aktuell Negativzinsen. Das heißt, ich bekomme weniger raus, als ich anlege. Risiko oder kein Risiko, es kommt darauf an, welches Wertpapier ihr euch aussucht. Mythos Nummer 2, Aktien sind nur was für Reiche. Viele von euch haben vielleicht die Aussage von Friedrich Merz gehört. Merz wörtlich, Zitat, wer heute 5 Euro am Tag in einen Indexfonds investiert, der die Weiterentwicklung, sagen wir, des deutschen MDAX nachbildet, legt 150 Euro im Monat an. Eine Summe, die für viele Haushalte machbar ist. 5 Euro am Tag, 150 Euro im Monat, das ist natürlich für viele Menschen weltfremd. Aber es gibt heute schon die Möglichkeit für viel kleinere Beträge, zum Beispiel 20, 25 Euro pro Monat Geld anzulegen. Damit kann man schon früh anfangen und Geld sparen für die Anzahlung auf das eigene Zuhause, für eine Weltreise oder für immer das, was ihr wollt. Wichtig dabei ist, dass man nicht nur in ein Wertpapier investiert. Das sagen auch die Verbraucherschützer. Also nicht all eggs in one basket, sondern breit streuen, früh anfangen und nie aufhören. Ein gutes Beispiel dafür sind ETFs, Exchange-Traded Funds. Genauer gesagt bündelt ein ETF ein Portfolio aus Wertpapieren, das aus Aktien oder Anleihen besteht, in einem einfachen Paket. Typischerweise bilden ETFs einen Index ab, wie beispielsweise den DAX. So dient der Index als Richtschnur für die Wertpapiere, die der ETF zusammenfasst. Sie bilden einen Aktienindex nach. Mit kleinen Beträgen kann ich kostengünstig mit Unternehmer an weltweiten Unternehmen sein. Deshalb ist der Mythos, der Aktienmarkt ist nur etwas für Reiche, falsch. Mythos Nummer 3, der Aktienmarkt nützt nur Spekulanten. Vorneweg, überall gibt es schwarze Schafe. Und da, wo das große Geld lockt, gibt es vielleicht besonders viel schwarze Schafe. Aber Aktien sind sehr transparent geregelt. Wenn ich eine Aktie kaufe, werde ich Unternehmer. Ich werde Anteilseigner an einem Unternehmen. Aktien sind streng reguliert und sie laufen über streng regulierte Börsenplätze. Dass Aktien nicht nur etwas für Spekulanten sind, das sieht man daran, dass in anderen Ländern die Aktie Teil der gesetzlichen Altersvorsorge ist. In Schweden zum Beispiel fließt ein Teil der gesetzlichen Rentenversicherung in ein weltweit gestreutes Portfolio. Als Aktionär kann ich auch Einfluss auf ein Unternehmen nehmen. Es gibt Fonds, es gibt Anleihen, die nur in nachhaltige Investments gehen. Und je mehr Menschen sich für Nachhaltigkeit oder für soziale Projekte einsetzen und investieren, desto mehr wird es diese Geschäftsmodelle geben. Ihr habt es vielleicht mitbekommen Anfang dieses Jahres. Dass wir als Aktionäre auch Macht haben, kann man am Fall GameStop sehen. Dort haben sich viele Kleinaktionäre im Reddit zusammengetan und haben gegen einen Hedgefonds gewettet, der GameStop-Aktien drücken wollte. Das ist natürlich eine sehr risikoreiche Aktion und ich muss mir im Klaren sein, dass ich im Zweifelsfall auch alles verliere. Für alle, die sich mehr über den Fall GameStop informieren wollen, haben wir den Artikel im Quellenverzeichnis verlinkt. Mythos Nummer 4, in Aktien zu investieren, ist ein Vollzeitjob. Klar ist, wer in einzelne Aktien investiert, der muss viel Zeit mitbringen. Er muss Jahresabschlüsse lesen, er muss das Unternehmen gut kennen. Das ist eher was für Profis oder wirkliche Hobbyinvestoren. Man kann aber auch in breit gestreute Fonds anlegen, ETFs, Exchange-Traded Fonds. Ja, auch da muss man sich damit beschäftigen, was steckt in dem Fonds drin. Aber man muss nicht so viel Zeit vom Rechner verbringen und in einzelne Unternehmen schauen. Das kann man sich
sparen und die Arbeit anderen überlassen. Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten, sich online zu informieren. Webseiten, Tutorials auf YouTube oder TikTok-Blogs. Es gibt sogar welche, die sich speziell an Frauen richten. Anlegen muss also kein Vollzeitjob sein, aber es ist ein Marathon. Man sollte nicht dem schnellen Geld hinterherjagen, sondern langfristig denken. Also Geduld haben, Vermögen entsteht nicht über Nacht. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Mein Fazit. Was wir brauchen, ist eine neue Aktienkultur. Die Menschen müssen ihre Angst vor den globalen Finanzmärkten verlieren. Denn es geht doch darum, dass wir die Vermögensverteilung in unserem Land verändern, dass jeder die Chance hat, Vermögen aufzubauen und sich seine eigenen Träume zu erfüllen. Was wir dabei nicht brauchen, sind neue Hürden des Bundesfinanzministers Olaf Scholz. Eine Finanztransaktionssteuer, die gerade die Aktie belastet, die das sichere Anlageinstrument ist, ist falsch, denn sie kostet den Kleinaktionär viel und sie richtet wirtschaftlichen Schaden an. Deswegen haben viele andere Länder in Europa schon gesagt, da machen wir nicht mit. Olaf Scholz sollte ein Einsehen haben, nicht Vermögensaufbau behindern, sondern die Hürden senken. Wir müssen die Anlage in Aktien als Chancen sehen und wir müssen sie wie andere Länder, wie Schweden, wie die Niederlande in unserem Rentensystem nutzen. Wir haben einen Antrag eingebracht zu einer Aktienrente. Wie das funktioniert und wie wir zukünftige Generationen entlasten können, das erklärt euch mein Kollege Johannes Vogel in einer anderen Folge von Die Bankt. Wenn ihr Interesse habt, schaut hier. Wir brauchen langfristig ein Volk der Eigentümer, damit die Menschen unabhängig vom Staat Vermögen aufbauen können, für ihre Altersvorsorge, für ihre Träume. Wir haben dazu einen Antrag in den Deutschen Bundestag eingebracht, damit ihr keine Strafzinsen zahlen müsst, sondern Vermögen aufbaut. Wer sich den noch mal anschauen will, findet den Link, wie alle anderen Links, im Dokument in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ich konnte euch an der einen oder anderen Stelle zeigen, dass Finanzmärkte kein Hexenwerk sind und dass man nicht jedem Mythos glauben muss. Deswegen informiert euch. Like das Video und abonniert den Kanal. Wir laden regelmäßig neue Videos hoch. Und natürlich, wenn ihr Kommentare oder Fragen habt, schreibt uns, wir antworten.